So, dann kommen wir jetzt auch zu dem Fazit, was ich persönlich daraus gelernt habe. Was ich am Anfang des Videos aussagen sollte und klar machen sollte, ich lebe hier in Portugal, das heißt, mein Frost ist ein anderer Frost wie in Deutschland. Der ist hier deutlich, deutlich kürzer, auch wenn wir Nächte hatten mit minus 3, minus 4 Grad. In der Regel sind diese Temperaturen nur von 4 Uhr morgens bis 5 Uhr morgens oder sagen wir mal 2-3 Stunden in der Nacht. In Deutschland gibt es ja öfter das Klima, dass entweder länger als 24 Stunden Minustemperaturen sind oder je nachdem, wenn ihr im Gebirge wohnt, sogar Schneefall habt und so weiter. Da gebe ich den Kartoffeln auch keine Chance. Aber für alle, die ein bisschen weiter südlich leben, alle Aussteiger auch hier in Portugal, Grüße an euch. Ihr könnt auf jeden Fall im November schon Kartoffeln auslegen. Und genau, ich würde jetzt nochmal für jede einzelne Kartoffelauslegerart meine Meinung sagen. Wir haben einmal die Novemberkartoffeln, so werde ich jetzt auch weitergehen. Ich werde jetzt dann gleich schon mal die Kartoffeln auslegen, die ich dann aber jetzt schon plane, im April oder März zu ernten, also kleine Kartoffelchen. Weil meine Hoffnung ist, dass wenn ich jetzt, sage ich mal, die hier pflanze, dass im März aus dieser Knolle 3 oder 4 wurden und ich dann im März einfach nur das Feld ernte und somit meinen Ertrag oder meine April-Kartoffeln, die ich dann im April, Mai ernten werde, verdreifachen oder vervierfachen kann. Die Kartoffeln, die ich im Februar ausgelegt habe, meiner Meinung nach kann man machen. So kann man sich viel Stress und Zeit sparen, dass man nicht alles im April machen muss oder im Mai, sondern dass man schon mal ein paar im Februar auslegt, ein paar im März. Also da würde ich auf jeden Fall immer das Klima auch beachten. Und ansonsten war jetzt mein Favorit, muss ich sagen, die November-Aussaat und die April, weil dort kann man gleich beides kombinieren. Das heißt, im April kann man die Novemberkartoffeln ernten und gleich auslegen und im Oktober, November, wie jetzt gerade, kann man dann die April-, Mai-Kartoffeln ernten und gleich schon mal für das nächste Jahr auslegen. So wird jetzt meine Strategie sein.